In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Verbum Domini. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn am 8. Weihnachtstag zum Abschluss der feierlichen Oktav, der ja zugleich der Neujahrstag ist, die Kirche die Mutterschaft Mariens feiert, dann hat das einen tiefen Sinn, auch wenn dieses Fest hier nicht ursprünglich seinen Platz gefunden hat. Der Evangelist Lukas gibt uns 2 Hinweise. Der auffälligste, was Maria angeht, dass sie alles tief in sich aufnimmt. Sie bewahrt alles im Herzen. Und sie bewegt es dort hin und her. Sie denkt nicht einfach nach. Das ist eine schlechte Übersetzung, aber es ist schwierig zu übersetzen. Sie bewegt es in ihrem Herzen hin und her. Es wird zu ihrer Existenz, was sie an Erlebtem beeindruckt hat. Und so wird sie zum Gedächtnis der ganzen Kirche. Natürlich rümpfen die Exegeten die Nase. Sie sprechen bei den Kindheitsgeschichten ohnehin bestenfalls von Legenden. Wir trauen leider den biblischen Autoren nichts zu oder wenn nur, dann alles Schlechte. Als hätte sich Lukas hingesetzt und sich überlegt, was er denn noch erfinden kann. Was ist das für ein Widersinn, dass wir schlichtweg dem Zeugnis der Zeugen nichts zutrauen? Wir nehmen aus der griechischen Literatur eine Komödie des Aristophanes ernster als das Lukasevangelium, wenn wir das rein als historischen Text betrachten. Nicht umsonst erzählt die kirchliche Tradition, dass es möglicherweise eine Bekanntschaft gab zwischen dem Evangelisten Lukas und der Gottesmutter. Dass er Teil hat an diesem Gedächtnis, wie wir, wenn wir sie heute feiern, teilhaben an ihrem Beeindrucktsein, an ihrem Erlebten, an ihrem Gedächtnis, an dem, was sie tief ins Herz aufgenommen hat. Und damit entsteht ein großes Gedächtnis der Kirche. Darin besteht auch ein Teil ihrer Mutterschaft. Denn der heilige Paulus sagt es uns heute in der 2. Lesung, geboren von einer Frau. Wir wissen, dass sie den Geist empfängt, damit sie Gottes Wort, den Logos, wie es das Johannesevangelium sagt, Christus zur Welt bringen kann. Den gleichen Geist, der Geist des Vaters, den gleichen Geist, den Geist des Sohnes, den wir empfangen haben, indem wir rufen, Abba, Vater. Wieder ist es diese Kontinuität, der rote Faden, wenn Sie so wollen, der uns deutlich macht, woran wir teilhaben. Da gibt es keine Brüche. Wer sich auf Maria einlässt, wer sich an ihr festhält, wer sie, wie es der Gekreuzigte tut, mit seinem Lieblingsjünger als Mutter annimmt und wie es das Johannesevangelium wörtlich sagt, ins eigene aufnimmt, der ihr wirklich einen Platz im eigenen Leben gewährt, hat immer Teil an all dem, was Gottes Heil wirkt. An jedem Fest, das wir durch das Kirchenjahr hindurch feiern. Denn all das ist es, was sie aufgenommen hat, was sie beeindruckt hat, was sie dorthin und her bewegt und uns in ihrer Güte Teil daran schenkt.
auch durch die Erinnerung. Aber es ist nicht bloß Erinnerung, was wir tun. Es wird ja Gegenwart. Denn wir haben eine Woche lang gehört jetzt, heute ist euch der Heiland geboren. Er ist euer Retter, er ist unser Retter, er ist mein Retter. Sie in unser eigenes aufzunehmen, heißt, diesen Retter anzunehmen. Das Zweite, nicht zufällig gibt uns der Evangelist Lukas einen subtilen Hinweis auf die Eile der Hirten. Bei uns hat man zuweilen den Eindruck, wir beeilen uns wegen allem Möglichen. Wir haben manchmal einen unbeschreiblichen Stress und dies am Hals und jenes zu organisieren und das zu tun und worum wir uns alles sorgen. Aber die Sache Gottes, die frohe Botschaft, um die es hier geht, die den Hirten Beine macht, die drückt uns zuerst mal gemütlich in einen Sessel oder in Bürostühle oder in Konferenzräume und dann müssen wir uns da erst mal kundig machen. Und dann beraten wir und dann verabschieden wir ein Papier und dann erinnern wir uns daran 5 Jahre später gar nicht mehr. Liebe Schwestern und Brüder, diese Botschaft wäre in Bethlehem geblieben. Sie wäre nie über das Hirtenfeld hinausgegangen, wenn die Hirten sich so benommen hätten, wie wir es vielfach tun. Die Sache Gottes, seine frohe Botschaft, braucht Eile. Es braucht Menschen, die sich Beine machen lassen und die dann beeindruckt sind von dem, was sie hören, was sie sehen. Und so können wir uns heute am Neujahrstag, 8 Tage, die wir die Weihnachten gefeiert haben, fragen, sind wir Beeindruckte? Haben wir etwas tief in uns aufgenommen, um es hin und her zu bewegen? Nehmen wir etwas mit aus dieser Weihnacht, von dem wir wirklich leben können? Etwas von jenem Licht, von jener Heilung, über die wir nachgedacht haben. Eine Woche geht die Weihnachtszeit noch. Es ist die kürzestmöglichste in diesem Jahr. Wir feiern noch das große Fest der Epiphanie am Samstag. All das sind noch Gelegenheiten, sich beeindrucken zu lassen. Wenn jetzt einmal das Schlimmste aus den Füßen ist, mit Weihnachten selber und dem Fest und Neujahr und Silvester, wenn sich dieser ganze Rummel gelegt hat, ist es nicht zu spät, sich beeindrucken zu lassen von Maria, wie sie alles Geschehene aufnimmt, ja, wie sie Christus selber aufnimmt und ihn zugleich schenkt. Und dass wir uns mit dem, was uns geschenkt wurde in diesen Tagen, Beine machen lassen. Gottes Botschaft braucht solche Menschen, dass sie weitergetragen wird. Menschen, die es eilig haben, damit es weiterzusagen, es zu teilen, weil es das Schönste ist, was es auf dieser Welt gibt.